Wir sind natürlich dieser Technologie wahnsinnig aufgeschlossen als Technologieverband. Wir möchten unbedingt, dass diese Technologie weiter auch gefördert wird. Wir reden derzeit sehr stark auch von dem Bereich Mobilität in der dritten Dimension, wo es wirklich jetzt in der Zukunft, wenn man schaut, ich sag mal, man hat natürlich die ersten Flugtaxis jetzt als Prototypen gezeigt, aber es gibt viele, viele andere Anwendungen, die, ich sag mal, wir nutzen und auch in den Markt bringen sollten. Wichtig dafür natürlich sind, dass wir in der Öffentlichkeit die notwendige, ich sag mal, Sicherheit auch darstellen dieser Technologie, dass die Normen und Standards und auch die Regulierung hier die notwendigen Grundlagen dafür bietet und wir so schaffen, dass diese Technologie weiter und auch stärker in den Einsatz kommt, weil wir natürlich auch als, ich sag mal, sehr technologische Industrie hier große Vorteile haben. Wir sind Vorreiter in der Antriebstechnologie, Vorreiter in der Sensordatenerfassung und das bietet sich eigentlich hervorragend hier für die deutsche Wirtschaft auch an, neue Marktfelder zu erschließen, dass wir international diese Technologie auch weiterhin als Vorreiter betreiben, dass wir, ich sag mal, das Markenzeichen Drohnentechnologie Made in Germany so schaffen, weil ich glaube, es ist in Zukunft ein sehr, sehr großer Markt. Man redet natürlich von Applikationen im logistischen Bereich, aber auch gerade die ganzen Möglichkeiten hinsichtlich von Prüfungen, von Bauwerken, Kartografie, gibt es Riesenmöglichkeiten, die einfach genutzt werden sollten, weil sie auch, ich sage mal, effizient und auch reproduzierbar gemacht werden können. Und hier auch, ich sage mal, hinsichtlich, gerade wenn es an schwierigen Bauwerken ist, natürlich auch hinsichtlich des Arbeitsschutzes, ne, wo heute Personen unter größter Gefahr ihre Tätigkeit verrichten können, Drohnen natürlich da diese Tätigkeiten abnehmen können und auch hier die notwendigen Sicherheitsbedingungen schaffen können. Der erste Schritt ist natürlich, dass man die Drohnentechnologie, vor allen Dingen die Öffentlichkeit, einfach verständlich macht. Dass man einfach sieht, dass hier nicht nur Gefahren lauern, sondern vielmehr die Chancen und Möglichkeiten. Der zweite Schritt, dass man dieses untermauert natürlich mit den sicheren Technologien, die auf, ich sag mal, Normen und Standards basieren müssen. Und der dritte Schritt ist natürlich, dass die Politik auch die Möglichkeiten hier nicht einschränken, sondern so den Rahmen regulieren, dass auch die, ich sag mal, Industrie und die Beteiligten hier die Technologie weiter nach vorne bringen kann. Im Bereich Smart Cities ist die Drohnentechnologie natürlich etwas, was komplett neu ist. Man geht ja sehr, sehr stark hin zur, ich sag mal, digitalen Stadtplanung. Und hier gibt es natürlich riesige Möglichkeiten, ich sag mal, mit Drohnentechnologien heute, ich sag mal, vorhandene Städte besser zu erfassen, die Möglichkeiten auch zu fassen, eventuell intelligente Verkehrsflüsse noch mit zusätzlich zu unterstützen. Nebenbei natürlich auch die logistischen Möglichkeiten, die es einfach gibt mit Drohnentechnologie, sei es, dass im Notfall Medikamente von A nach B extrem kurze Zeit geliefert werden müssen, die auf dem Stadtweg, also auf dem normalen Weg nicht möglich sind. Wichtig ist, dass sich hinsichtlich dieser Smart City Entwicklung man sich diesen Technologien nicht verschließt, sondern öffnet die Möglichkeiten, auch mal was ausprobiert. Und zum Erfolg natürlich ist ganz wichtig, dass man die notwendigen sogenannten Use Cases, also wirklich die Anwendungsfälle, sich anschaut, wo, ich sage mal, hier im Bereich von, ich sage mal, intelligenten Städten der Zukunft wirklich diese Drohnentechnologie sinnvoll und auch, ich sage mal, einfach genutzt werden kann.